Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind hoch über Hamburg sozusagen und guck mal, was die hier für Gebäude hingestellt haben. Sapperlot würde ich da mal sagen, vor allem das Teil hier. Cities Skylines würdig fast schon, nicht schlecht. Gut, ich muss mal ganz schnell was zeigen. Ich habe hier hinten irgendwie mal einen Bahnhof gezeigt, wo es hieß, mach doch einen zweiten Straßenanschluss. Das war hier. Das ging dann nicht. Und das lag daran, dass der noch nicht geupdatet war. Also nicht bei mir nicht. Der war offiziell schon abgedatet. Da gab es dann einen zweiten Straßenanschluss. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal schnell an. Das Problem ist, wenn ich den jetzt aufrüste, ja, dann ist ja die halbe Stadt fällig wahrscheinlich. Aber wir können uns das eigentlich auch ansehen. So, wenn wir es nicht bauen. Und das machen wir jetzt mal. Wir bauen nicht, sondern wir gucken einfach. Guck mal hier. Eine Pommesbude. Sowas von cool. Wenn man hier ein bisschen näher rangeht. Ja, ist schwierig zu sehen. Jetzt ist der Baum im Weg. Da, jetzt sieht man es. De Fried Piet. Sehr nett. Mag ich sehr solche Sachen. Ich würde sagen, machen wir sicherlich später mal. Wir müssen ein bisschen aufs Geld achten. Ich weiß, wir haben fast eine Milliarde. Aber guck mal, was wir an Geld verloren haben. Heiliges bisschen. Über 100 Millionen hier. Klar, Fahrzeuge gekauft, Strecken gebaut. Das ist schon klar. Aber jetzt hier Bahnhöfe ausbauen, möchte ich für den Moment nicht. Sondern was wir machen müssen... Ja, eben, die Linien mal beobachten, genau. Ich habe es ja angesprochen in der letzten Folge. Das Problem liegt primär darin, dass wir bei den ganzen alten Strecken noch alte Züge haben. Da, wo es laufen würde, die sind dann unwirtschaftlich. Und bei den ganz neuen Strecken, die eben noch nicht laufen, die erst anlaufen müssen, haben wir sehr, sehr teure Lokomotiven, die auch im Unterhalt einfach viel zu viel kosten. Das müssen wir uns mal ansehen und was wir uns jetzt auch mal noch ansehen müssen. Es stand zweimal in den Kommentaren, dass Rinteln keine Busse hat. Das kann ich ja fast nicht glauben, aber wenn ihr das schreibt, dann glaube ich das auch. Irgendwas fährt hier, aber das sind keine Busse, das sind tatsächlich nur Lastwagen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Haben die? Die haben aber... Doch. Nee, doch nicht. Ja, guck mal, die haben nicht mal einen Bahnhof. Also die haben einen Güterbahnhof. Das ist ja Bechhofen 2 geradezu. Das ist ja ganz interessant. Wie konnte das Städtchen denn vergessen gehen? Also liebe Leute, falls wir das nochmal irgendwo haben und ihr das per Zufall seht, dann bitte in die Kommentare damit. Das ist ja kaum zu glauben. Okay, Rinteln. Ja, wir haben immer noch nicht alle am Netz. Okay, dann machen wir das mal hier noch in Rinteln, dass die auch noch einen Bahnhof bekommen. Und wobei, ja, jetzt Moment, bevor wir dann hier irgendwann bei 700 Millionen sind, wie sieht es denn gerade aktuell aus? Wir haben da mal wieder 30 Millionen plus gemacht. Das Problem ist natürlich auch, wir haben so viele Fahrzeuge, da kostet jedes Mal der Fahrzeugersatz massiv viel. Wenn man sich vorstellt, irgendwie ein Zug kostet meinetwegen 15 Millionen, der wird ersetzt und wir haben 4 solche Züge auf der Linie. Dann heißt, was habe ich jetzt gesagt? 15 Millionen so ein Zug. Ja, dann kostet das 60 Millionen, die Linie zu ersetzen. Und das ist dann bei einer Linie. Und wir haben vielleicht 50, 60 Linien. Das ist halt alles auch teuer. Deswegen haben wir hier auch immer mal wieder ein Minus und dann haben wir ein Plus. Das ist dann, wenn die Fahrzeuge eben mal gerade nicht ersetzt werden. Deswegen, ich würde sagen, wir gucken jetzt zuerst auf die Linien. Aber das hier steht natürlich ganz fett in unserer To-Do-Liste, dass wir hier einen Anschluss brauchen. Weil das ist auch wieder verschenktes Geld, ganz klar. Das ist eine Stadt, die ganz gerne hier nach Kolka würde. Vielleicht nach da hinten. Was sonst noch in der Nähe? Kalletal. Und hier unten Bechhofen. Ja, apropos. Okay, hier haben wir sowieso auch erst eine Linie. Also das wäre dann wahrscheinlich das erste von Rinteln nach Bechhofen. Gut, Linien angucken. Das machen wir jetzt ganz einfach. Jetzt gucken wir, wie das hier aussieht. Wir beschränken uns auf die Eisenbahn. Die Busse, die machen zwar teilweise auch Minus, aber das hält sich im Rahmen. Das ist alles unterhalb von einer Million. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt hier zu dieser. Naja, es hat eine neue Strecke. 11 Millionen. Hier haben wir 3. Hier haben wir wieder 11. Ist auch eine neue Strecke. 1 Million. 3 Millionen. Hier haben wir 4 Millionen bei den Lebensmitteln. Haben wir da noch irgendwie ein Problem? Das kann natürlich auch sein. Hier, die ist auch neu. Auch 7 Millionen, 2 Millionen, 5. Ja, das ist halt schon. Oh, die ist ja ganz übel. 18,2 haben wir hier ein Problem. Dass irgendwo was steht. Na, der fährt, glaube ich. Jawohl.
So, habe ich alle? Ich glaube ja. Die fahren eigentlich alle. Der steht. Okay, jetzt fährt er auch. Wo ist denn hier das Problem? Bitte schön. Ich habe so einen gewissen Verdacht. Wir gehen da mal hin. Ich mache mal ganz kurz die alle weg. Da kommt er gerade an. Ja, und da sind wir genau da, wo ich dachte, dass das Problem auch liegt. Müssen wir hier tatsächlich mal noch umbauen. Ich habe gesagt, das wird über früher oder später wird das der Fall sein. Wir haben ja, dass die Züge hier reinkommen, diese Holzzüge, die hier, und die müssen dann nach da weg und dann kreuzen sie hier jedes Mal. Ich würde mal sagen, wir bauen das mal neu. Jetzt ist nur die Frage, wie bauen wir das am besten? Was haben wir hier an Linien? Wir haben einiges an Linien. Hier haben wir sogar noch eine Doppelbenutzung. Das müsste man eigentlich auch ändern können, wenn man... Und hier fährt der Zug falsch rein. Also hier haben wir auch eine Doppelnutzung, aber... Ja, das ist natürlich Käse. Warum macht ihr das denn immer? Weil ich keine Wegpunkte gesetzt habe. Nur sichtbar. Wir gucken mal. Werkzeugmaschinenumkehr. Die haben hier eigentlich einen Wegpunkt. Oder ja, vielleicht liegt es daran, dass der Wegpunkt sich erledigt hat. Wo haben wir den denn? Wegpunktumkehr 1. Wir sind doch hier in Umkehr. Jawohl. Ach, dann ist der, aber Moment. Nee, die fahren nach hier hinten. Wo ist denn hier Wegpunktumkehr 1? Hallo? Ich sehe den Wegpunkt nicht. Der müsste ja hier irgendwo stehen. Das ist ja ganz interessant. Jetzt finde ich die Wegpunkte nicht. Ist der hier hinten? Ist das... Ach, das ist natürlich auch Umkehr. Okay. Dann ist er... Ja, da ist er ja. Gut, das ist, damit er da reinfährt. Das wäre soweit richtig. Jetzt brauchen wir hier vorne beim Güterbahnhof aber auch noch einen Wegpunkt, damit er hier ein anderes Gleis reinfährt und da nicht alles blockiert. So, wir scrollen mal. Dann haben wir hier hinten Kollege Wegpunkt. Der kommt mal hier hin. Und das wäre dann... wie heißt das Ding? Oberumkehr. Okay, das wäre dann im Prinzip nach dem Wegpunkt. Echt? Ja, offensichtlich. Okay. Zack. Und schon hat das gute Stück gewechselt. Okay. Nochmal die Linien. Das wäre jetzt hier soweit richtig. Und jetzt hier unten. Ja, da haben wir halt trotzdem ein Problem. Wobei jetzt ist hier... Ja, hier stimmt's halt nicht. Aber ja, das ist ein Detail. Daran liegt es nicht, dass hier irgendwie so ein Gestocke ist. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es euch an dem Bahnhof liegt, dass die hier so ein Minus machen. Warenhätter. Lebensmittel haben sie nicht allzu viel. Oh, wisst ihr, was wir zuerst schnell machen hier unten? Ja, hier haben wir zu wenig Lebensmittel. Das liegt daran, dass wir hier oben immer noch zu viel Getreide und Co. haben. Deswegen werden wir jetzt hier mal diese Fahrzeuge ersetzen. Und zwar... Linie... Ah, das Problem hatten wir schon mal. Vieh und Getreide. Und es gibt hier Fahrzeuge, die nur Vieh und nur Getreide transportieren. Das ist zwar schön, aber wir brauchen jemanden, der beides transportiert, damit wir das auf Automatik einstellen können. Der transportiert hier, wo haben wir es denn? Lebensmittel brauchen wir eigentlich nicht, sondern da, Getreide und Vieh. Okay, nehmen wir. Machen wir hier die 25% und lassen laufen. Dann wird das hier nach und nach ersetzt. Dann haben wir wahrscheinlich über früher oder später sogar zu viele Lastwagen. Naja gut, das lassen wir mal. Das ist natürlich, da verdoppelt sich die Kapazität. Die neuen haben 20, die haben 11. Ja, wir lassen es einfach mal so rasseln. Da sieht man schon den neuen rumdüsen. Dann könnt ihr nochmal schnell gucken, ob der wirklich 20 hat. Er hat 20, dann passt das. Gut, lassen wir mal laufen. Jetzt behalte ich den aber kurz hier, damit wir dran denken, dass wir die Linie ersetzen müssen. Okay, ich müsste gerne wieder zurück zu meinem Bahnhof. Der war hier oben. So, sagen wir mal so, wenn das jetzt hier nichts bringt, von wegen, dass die Linie dann Plus macht, die besagte. Ist sie weg? Ja, die ist weg. Die fährt hier hinten wahrscheinlich. Warst du das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja egal eigentlich welche. Auf alle Fälle haben sie Minus gemacht. Ja, ja, der muss jetzt auch wieder warten. Okay, gut. Dann müssen wir uns das mal überlegen. Wie müssen wir das haben? Wir müssten im Prinzip mit der Linie hier rüber. Oder wir könnten es...
Wir könnten es halt schon einfacher machen, wenn wir es so machen, dass wir zwei Linien daraus machen. Aber ich möchte das mit einer Linie behalten. Ich möchte das so haben, dass das hier vernünftig funktioniert. Wir machen mal Bagger. Und jetzt machen wir hier einfach mal Harakiri. Hilft ja nichts. Signale und Co. kommen natürlich auch weg. So, dann müssen wir gucken, wie wir das hier hinkriegen, dass wir da kreuzen können, ohne dass wir irgendjemanden hier in den Weg kommen. Das können wir auch noch wegnehmen, das Stück. Das auch. Jetzt können hier natürlich die Fahrzeuge nicht ersetzt werden, aber damit werden wir leben. Ich bräuchte eine Schiene. Jetzt mal zuerst. Also dieser Zug hier, der muss irgendwie möglichst nach hier hinten und möglichst... eine Brücke kriegen wir nicht hin. Aber was wir hinkriegen würden, wäre natürlich hier eine Brücke. Und vielleicht hier sogar eine Brücke, dass diese beiden Gleise hier auf eine Brücke raufführen. Zumindest das hier. Das würde ich mal angehen. Also, wenn wir das so machen, da müssen wir da hinten noch weit mehr abreißen, das ist mir klar. Okay, müssen wir anders machen. Wir müssen hier tatsächlich mit der großen Keule rangehen und hier ordentlich abreißen. Das kommt auch weg. Okay, weg, weg, weg. Und das können wir für den Moment mal stehen lassen. Das ist eigentlich immer noch viel zu viel, was wir hier haben. So, bis mindestens nach hier hinten. So, das noch, das noch, das noch bis zur Brücke, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir Platz. Jetzt. Jetzt werden wir hoffentlich mit diesem Platz auch umgehen können. Also, hier eine Brücke. Möglichst in die Höhe. Zack, zack, zack. Mal gucken, ob es klappt. Weit höher kommen wir nicht mehr. Gehen wir mal geradeaus. Ja, das klappt. Wir kommen hier auf eine Brücke. Da kommen wir unten durch. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir doch glatt die Brücke hier. Die haben wir da schon. Wenn wir runtergehen. Oh, das geht auch. Okay, eins runter können wir. Da kommen wir mit dem Zug immer noch unten lang. Vielleicht hier dann noch ein bisschen Terraforming betreiben. Und jetzt, die Ausrichtung ist natürlich ein bisschen Käse. Oh, oh, oh. Okay, so geht's gerade noch. Das ist gerade so die Grenze, die noch funktioniert. Kommen wir hier tatsächlich mit dem Zug noch unten durch? Da müssen wir eine üble Kurve machen. Wir müssen die Brücke, wenn es irgendwie machbar ist, früher haben. Wir können ja da vorne auch eine Kurve machen. Das ist ja dann auch kein Ding. Ist das ein bisschen früher? Ja, ein klein bisschen. Jedes Mal wieder die falsche Brücke. Wir machen es mal so. Wir machen jetzt hier eine Kurve. Und hier müssen wir natürlich wieder entsprechend runter. Aber da noch reinkommen? Ich denke zwar schon. Wir sind hier eh schon auf dem Boden. Okay. Dann hier rein. Doch, das klappt. Brücke Nummer 2. Klappt auch. Machen wir natürlich klappt mal. So, ob das am Schluss funktioniert, wir werden sehen. Wir bauen das jetzt einfach mal und gucken, wie sich das dann hier auf den Zugverkehr auswirkt. So, hier rein. Okay, das hätten wir. Jetzt die hier, die wollen auch noch da hinten rein. Das müssen wir halt je nachdem auch zumindest beim einen Gleis mit einer Brücke machen. Und beim anderen Gleis, oder beziehungsweise das andere Gleis hier, das wäre dann eben dieses Holzzuggleis, dieses hier. Das heißt, hier müssten wir, wenn es irgendwie geht, auch auf eine Brücke. Nochmal abreißen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Hier in die Höhe. Und gucken, ob wir auf die Brücke kommen. Ja, kommen wir. Dann machen wir das auch so. Kann ich hier noch ein bisschen runter. Jawohl. Und dann haben wir das fast parallel. Ja, das ist eigentlich okay. Aber dann hier noch reinkommen, da müssen wir eine ganz komische Kurve machen. Das ist ein bisschen das Problem. Da müssen wir hier vielleicht ein bisschen mehr Schwung holen. Ja, wir müssen gucken. Anders geht's fast nicht. Hier vorne, wir kommen nicht schneller auf eine Brücke rauf. Das wird nicht funktionieren. So, machen wir das mal so. Und dann hier auch mit der Kurve entsprechend. Okay, wieder die falsche Brücke. Ein bisschen gebogen hätte ich dann eben doch gerne. So, ist das okay? Ja, das ist okay.
gekauft. Jetzt hier natürlich wieder entsprechend runter. Dass wir da vorne wieder ins Gleis reinkommen. Mal gucken. Ja, doch, das ist eigentlich relativ nett, denke ich mir. So, gekauft. Kommen wir da rein? Ja, da kommen wir rein. Ist das das richtige Gleis? Eigentlich ja. Ja, doch, das ist das richtige. Und mit dem hier müssen wir jetzt einfach eine Weiche machen. Sehe ich das richtig? Vielleicht hier vorne sogar. Ja, jetzt das Gleis da, das lassen wir mal. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier mit diesem Holzzuggleis hier reinkommen. Das ist ja nur eingleisig. Das würde so eigentlich gehen. Das Problem ist, ihr seht selber, Krümmung zu groß. Das geht nicht. Wie kommen wir hier unten durch? Das ist tatsächlich jetzt die Frage. Hier rein müssen wir schlussendlich. Also müssen wir hier mal nach vorne. Ja, wir müssen da irgendwie... Okay, wir müssen eine Kurve machen. Dann haben wir mehr Weg. Dann haben wir das Problem, ja, dass die Züge natürlich länger unterwegs sind. Aber dann haben wir dafür auch mehr Platz. Dann könnten wir vielleicht nochmal einen zusätzlichen Zug installieren. Denn, ja, wenn man da guckt, also Bedarf haben wir noch. Von daher, ja, aber jetzt eben, wie genau machen? Wir machen mal zuerst das Terraforming, dass wir das hier irgendwie ebenerdig zurück haben. Das brauchen wir ja nicht in der Höhe. So, okay, das wäre soweit gebonkt. Und jetzt hier unten durch. Ja, ich kann halt so nicht in der Kurve bauen. Wir gehen mal mit dem Gleis raus. Mal dahin, wo wir müssen. Das wäre dann irgendwie hier angelegt. Oh, da haben wir schon einen Konflikt mit der Brücke. Okay, dann doch nicht angelegt. Dann hoffe ich, dass ich unangelegt durchkomme. Oh, oh, oh. Okay, mit einer Weiche. Das bringt natürlich nicht viel. Ja, wegen der Aufschüttung dort. Schade, schade. Ein Gleis legen kann ich nicht. Wenn ich hier das so mache, geht es auch nicht. Dann haben wir da mit dem Gleis ein Problem. Oh, oh, oh. Okay, da muss das halt auch weg. Ach, das ist ja eh nur das Depotgleis. Okay, das können wir natürlich definitiv anders machen nachher. Hätte ich mal zuerst geguckt, hätte ich es gesehen. So, und jetzt kommen wir hier auch lang. Nee, denkste. Wir müssen hier nochmal ein bisschen wegnehmen. Hier nochmal ein bisschen. Hier nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. Okay, da haben wir dann eine einsame Lokomotive. Das arme Ding. Gut, aber jetzt kommen wir hier so lang. Und jetzt, wie kommen wir hier unten durch? Wir gucken mal. Och, das geht eigentlich relativ einfach. Okay, die Frage ist, kommen wir dann da hinten auch aufs Gleis rauf? Wir sind da noch ein bisschen... Oh, ein bisschen. Wir sind da ziemlich erhöht. Wir können ja mal gucken, wenn wir ein bisschen raufgehen. Wir bauen es mal. Abreißen können wir es immer wieder. Krümmung zu groß. Steigung zu groß. Alles zu groß. Okay, dann muss das Gleis auch nochmal weichen. Aber wir müssen hier natürlich ein bisschen in die Höhe. Da unten ist noch ein Tunnel. Wir gucken jetzt aber trotzdem, wenn wir hier runtergehen. Haben wir eigentlich schon das Gefälle. Nee, Moment. Jetzt haben wir hier völliges Durcheinander. Das muss weg. Wir versuchen es von hier aus. Mit möglichst aufsteigendem Gefälle. Da möchte ich einen Tunnel machen. Das ist nicht wirklich nötig. Sondern wenn, dann so. Okay, und jetzt hier rein müssen wir irgendwie schaffen. Wir müssen mal gucken, wie. So nicht. Also müssen wir das hier nochmal machen. So, hier rüber. Da können wir nachher schön wieder Terraforming betreiben. Und dann kommen wir hier auch rein. Okay, dann hätten die ihr Gleis zurück. Sieht doch ein bisschen anders aus wie vorher. Gebe ich zu. Jetzt fehlt uns da hinten noch ein Gleis. Das nehmen wir auch gleich noch. Und hier fehlt uns natürlich auch ein Gleis. Ganz klar, da müssen wir da rein. Wo haben wir denn das zweite? Hier haben wir keines. Nein, das ist ja der Rundkurs. Das passt. Das Depot haben wir noch. Das möchte hier noch rein. Und ja, im Groben hoffe ich mal, dass das gar nicht so schlecht ist. So, hier unten durch. So, dann kann der Zugverkehr hier rein. Da müssen wir hier mit Wegpunkten gucken, in welche Gleise rein die gehen. Oder in welche Gleise die reingehen. So rum. Wir schauen mal mit den Linien, was passiert.
Da oben sehen wir noch, ein Zug kann hier noch nicht fahren. Der, kein Weg, aber der könnte fahren. Oder haben wir hier keinen Strom? Doch. Ja gut, dass der nicht mehr fahren kann. Da müsste ich jetzt auf Play drücken, dann würde sich das regeln. Ich möchte aber zuerst hier unten gucken, wie wir das mit den Linien genau machen. Wobei, die Linie ist gar nicht mehr eingezeichnet, wenn man hier guckt. Oder wo wollen die jetzt lang? Gar nirgends. Ach, wegen dem Wegpunkt. Der Wegpunkt ist natürlich nicht mehr zu erreichen. Okay, dann kommt der weg. Wegpunkt 2. Das wäre der hier. Entfernen. Und schon haben wir die Linie. Gut, das passt. Da müssen wir nochmal aufrufen. Mann hierzu, Mann hierzu. Haben wir alle? Wenn man das jetzt so wüsste. Jetzt diese gelbe Linie, das ist natürlich auch nicht ideal. Die teilt sich jetzt hier das Gleis mit der grünen Linie. Das ist hier hinten. Ja, das ist das hier. Da fehlt natürlich auch ein Gleis, das ist ganz klar. Also, wir machen mal das Gleis hin. Wenn wir dich so mitnehmen, nach hier vorn. Wo gehen wir rein mit der Weiche? Irgendwo hier vorne. Wir gucken mal. Wenn wir von hier her bauen, mal gucken, ob wir hier rauskommen. Nee, das geht nicht. Okay, kriegen wir hier wahrscheinlich auch nicht. Die Brücke hin. Nein, Kollision. Gut, dann machen wir die Weiche hier oben, wenn es geht. Mal schauen. Ja, das funktioniert. Okay, gekauft. Dankeschön. Mitkommen. Unauffällig folgen und hier rein. So, sehr schön. Dann haben wir hier die Linie, die stimmt jetzt wieder. Da brauche ich nur hier noch ein Signal. Das machen wir gleich mal, sonst vergessen wir es. Das wäre dann hier. Hier vorne brauchen wir keins, da haben wir keins. Und in die Gegenrichtung haben wir hier dann die Blöcke und da hinten haben wir die Blöcke. Gut, nochmal gucken. Das wäre jetzt eigentlich soweit richtig. Die müssen sich halt die Schienen teilen. Sie sollen sich aber nicht ein Gleis teilen, sondern beide. Also zwei Gleise. Und wenn wir jetzt hier vorne gucken, das würde soweit passen. Jetzt haben wir hier gar keinen Zug mehr. Dafür haben wir hier zwei. Können wir das auch noch beheben? Irgendwie müsste das auch noch zu schaffen sein. Das war hier. Wobei, nee, das passt schon. Ist ja von der Gleisaufteilung her passt. Da müssen wir nicht viel machen. Hier passt es auch. Hier passt es auch. Da fehlt im Prinzip noch ein Zug. Ja, nee, Moment. Jetzt haben wir genau das Problem hier. Grün und Gelb teilen sich da das Bahnhofsgleis. Das ist genau, was wir nicht wollten. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie noch in dieses Gleis reinkommen. Wir bauen mal ein Gleis, bitteschön. Also, das würde heißen, sie müssen irgendwie von hier rüber. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass das ein ziemliches Gebaue wird. Beziehungsweise, das mag so gar nicht funktionieren. Vielleicht so. Möglichst nach der Brücke. Dass wir hier rauskommen. Das würde gehen. Es wäre eine Weiche. Und jetzt hier rein. Das würde auch gehen, aber er kann dann nicht mehr wechseln. Das ist aber egal, dann können wir die rote Linie in das Gleis da reinnehmen. Wenn wir das jetzt so machen, dann möchte er da noch nicht rüber. Haben wir hier einen Wegpunkt? Wir haben. Was bist du für eine Linie? Moment, Zug, Stadt. Stahl, Umkehr, nicht Stadt. Du möchtest hier lang, das kannst du auch, wenn du in dieses Gleis reingehst. Jetzt haben wir hier aber nochmal einen Wegpunkt. Ach, okay, den können wir löschen. Dann geht er da rein. Okay, das passt. Jetzt machen wir hier aber diesen Wegpunkt gleich mal rein. Dass er das auch beibehält. Oh, und jetzt hat es hier wieder schön gewechselt. Okay. Ist ja interessant. Gut, jetzt geht die grüne darüber. Das passt, dafür passt hier nicht mehr. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder... Das hatten wir in Wien schon mal, dass wir überall Wegpunkte machen. Sonst, wenn ich jetzt hier welche mache, sind sie da wieder weg. Wir gucken mal. Das hier würde für sich genommen so stimmen. Außer das, warum fährt die rote Linie jetzt hier eingleisig? Wir brauchen da noch eine Weiche. In die andere Richtung. Dann funktioniert das auch. Haben wir eigentlich? Haben wir die abgerissen? Die haben wir irgendwie beschädigt. Moment. Kommt weg. Und dann machen wir hier eine X-Weiche. Am liebsten eigentlich hier vorne. Dann ist das Signal da natürlich weg. Krümmung zu groß geht eh nicht. Oh, doch, geht. Okay. Und hier wieder in die andere Richtung. Okay. Und ein Signal. Das wäre dann hier. Und in die Gegenrichtung.
Haben wir ganz lange keins. Ist ja neu gebaut hier, das Ganze. Wo haben wir denn das Signal? Da vorne? Ach je, okay. Da müssen wir hier schon eins hinstellen. Mit ordentlich Abstand. Sind ja doch längere Züge. Machen wir mal hier hin. So, passt. Okay. und jetzt hier. Wegpunkt. Schiene. Wegpunkt. Haben wir da nicht eh schon einen? Doch, da hätten wir einen. Da hat vielleicht wieder eine von diesen Linien den Wegpunkt drin. Deswegen fahren die da zwangsweise sozusagen dahin. Wir gucken mal. Nur sichtbar, das wäre die hier und die hier. Nehme ich mal an. Die haben hier Wegpunkte. Okay, aber nicht hier, sondern in der Stadt. Also in der Stadtumkehr, nicht hier. Dann können wir die mal so lassen. Dann würde ich die hier mit einem Wegpunkt versehen. Mit dem hier. Da haben wir gar keinen. Echt. Gleich haben wir einen. So, nochmal. Haltestelle hinzufügen. Aha, da funktioniert gar nichts. Was ist denn jetzt kaputt? Wieder wegnehmen. Wo ist denn jetzt die Linie? Ach, die ist hier oben. Hä? Da habe ich die falsche Linie erwischt. Okay, gut. Die macht eigentlich, was sie tun soll. Ne, jetzt macht sie wieder nicht mehr, was sie tun soll. Arg, das war das, was ich meinte. Also, Wegpunkt. So, wo willst du lang? Diese braune Linie soll eigentlich in dieses Gleis. Das wäre die hier. Haltestelle hinzufügen. Okay, jetzt wechselt die dunkle auch. Sag mal, kann es denn wahr sein? Wo ist denn jetzt die dunkle hingekommen? Moment, habe ich das jetzt völlig falsch gemacht? Wahrscheinlich ja. Okay, dann machen wir es jetzt, wenn es geht, richtig. Haben wir hier einen Wegpunkt? Nein, haben wir nicht. Wir kaufen uns einen sozusagen. Stellen dich hier hin. So, nehmen die dunkle Linie. Also diese Werkzeugmaschinenlinie, das wäre die hier. Jawohl. Und die will nach Wien hier lang. So, okay. Nochmal gucken. Das passt. Hier passt es, glaube ich, nicht. Schwierig zu sehen. Hier passt, hier passt, hier passt. Jetzt müssen wir hier noch gucken. Doch, das passt. Guck mal, Viereck geht da rein. Rot geht da rein. Okay. Das würde jetzt eigentlich soweit stimmen. Das ist immer noch unser Zug hier, der völlig im Schilf steht. Der wird gleich merken, dass das auch funktioniert. Jetzt möchte ich aber, bevor wir unsere Züge hier wieder raufschicken, möchte ich hier noch ein bisschen kosmetisch einwirken. So, das war hier die Sachen, welche wir neu gebaut haben. Ein bisschen anpassen. So, das ist ja bezahlbar. Man müsste auch nicht so zappeln, ich weiß. So, hier noch. Hier unten noch ein bisschen. Da vorne. Ja, ich denke, das passt soweit. Haben wir irgendwas noch vergessen? Ja, hier hinten könnten wir noch ein bisschen was machen. Und hier unten ist es jetzt eigentlich auch wieder so, wie es sein soll. So, nochmal kurz der Check. Das müsste passen. Wir lassen mal laufen. Die müssen sich jetzt hier erst sammeln. Es muss alles neu berechnet werden. Die Lok hier, die hat immer noch eine an der Waffel. Was steht denn da? Kein Weg. Ja, du bist schon ein bisschen zwischen den Stühlen. Du müsstest eins rüber. Was passiert, wenn wir dich drehen? Nein. Oh Gott. Jetzt haben wir die tatsächlich zerstört. Normalerweise das Spiel setzt das dann zurück. Aber die Lok, die hat jetzt hier tatsächlich ein bisschen ein Problem, so wie sie aussieht. Oh, die steht noch auf einem Stück Schiene. Okay, alles klar. Da kann natürlich nichts zurückgesetzt werden. Oh, Fahrzeug im Weg. Aber normalerweise kann man doch die Schiene darunter. Okay, das müssen wir anders lösen. ja, man kann natürlich normalerweise die Schiene wegnehmen. Unter dem Fahrzeug. Aber ein bisschen Restschiene, blöd gesagt, muss sie halt eben doch haben. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Irgendwo muss sie ja stehen. Halt, das ging doch gerade. Jetzt. Okay, und dann kann er nämlich auch fahren und dann können wir das hier wieder wegnehmen. Jetzt fährt er aber in die falsche Richtung, deswegen drehen wir ihn. Achso, nee, das geht auch nicht. Moment. Der kann nur in die andere Richtung. Na, kommen wir da irgendwie rein? Ja, da kommen wir rein. Okay. So, jetzt drehen. So. Warte auf freie Wege. Ist hier irgendjemand drin? Jawohl. Jetzt kommt der nicht mehr raus. Ach, ihr seid mir Spaßvögel. So, wir drehen dich wieder. Warte auf freie Wege.
Das ist auch klar. Das ist ein Gleis, der hat nicht mal... Oh, der ist auch falsch hier. Die müssen eigentlich in die andere Richtung düsen. Jetzt haben wir hier tatsächlich ein Durcheinander. Wie können wir das entwirren? Ja gut, wenn der rausfährt, dann können wir den hier wieder drehen. Da muss ich Transportfieber nochmal loben. Dass das eben geht, dass die dann auch durcheinander durchfahren. Bei Trainfieber hätte man jetzt wieder fast ein unlösbares Problem. Da müsste man wieder ein Depot bauen. So, jetzt kommt der nämlich hier rein und kann dann entsprechend wechseln. Gut, und der kann dann auch fahren. Und nach ein bisschen Gefrickel müsste sich das hier eigentlich soweit wieder... Ja, außer hier, je nachdem. Das kann natürlich sein, dass sie jetzt hier wieder irgendwelche Züge aufgehängt haben. Der zum Beispiel, der müsste in die andere Richtung, wenn er auf dem Gleis ist. Hier vorne. Die fahren zumindest. Okay, alles was fährt, das weiß auch, die wissen auch wo lang. Oh, jetzt haben wir die hier vergessen. Wir gucken ganz schnell. Straße. Die Linie hier. Hallo, Straße nur sichtbar. Ach so, hier Straße. Ja, haben wir. Fahrzeugersatz 100%, sonst werden sie die ganze Zeit wieder ersetzt. Und wie sieht es aus? Ist hier schon ein bisschen was passiert. Lange sind sie noch nicht unterwegs. Aber das sieht man schon. Doch, doch. Das geht runter und das heißt dann, dass wir hier mehr Lebensmittel haben. Und ja, dann die Züge natürlich auch ein bisschen mehr transportieren können. Und dann auch mehr verdienen. So, ja, das würde ich sagen, ist soweit jetzt irgendwie besser gelöst. Haben wir irgendwelche Signale vergessen? Beim Depot haben wir es. Keins mehr. Brauchen wir auch nicht, ich weiß, aber gefällt mir halt einfach wesentlich besser so. Und jetzt hier, wenn wir von hier oben kommen, brauchen wir da auch ein Signal? Eigentlich ja, hier vorne, eben, es ist ja ein Rundkurs. Ach, das kann ich jetzt wieder wegnehmen, Moment. So, das kommt wieder weg. Okay, dann hier Signal. Und hier vorne hatten wir ein Ausfahrtssignal beim Bahnhof. Jetzt muss ich kurz gucken, welche Linie das ist. Eisenbahn. Diese hier. Dann gibt das hier wieder dieses Signal. Okay. Oh, guck mal, jetzt fahren sie hier relativ schön. Ja, ich denke, das war jetzt nicht so verkehrt. Das wird uns jetzt nicht aus dem Problem mit dem Geld. Ja, guck mal, das geht hier runter. Man kann kaum zusehen. Oh, aber hier vorne, ja, ja, jetzt. Das sieht schon wesentlich anders aus. Da ist viel weniger Rumgestehe. Sie fahren, da kommt auch noch einer angeschossen. Vielleicht bringt es was, dass die jetzt hier ein bisschen mehr Gewinn machen. Aber da müssen wir jetzt halt Geduld haben. Das wird sich aber nicht auswirken auf andere Eisenbahnlinien, die eben keinen Gewinn machen. Die zum Beispiel. Da werden wir jetzt gleich mal einschreiten. Ah, da haben wir eh... Ach ja, den Fahrzeugersatz habe ich mal noch eingesetzt. Jetzt habe ich mich für die hier entschieden. Da möchte ich aber noch mal kurz gucken, was die kosten. Wir machen mal Pause. Nicht, dass wir hier dann tatsächlich irgendwann bei 600 sind und nicht mehr groß reagieren können. Triebwagen. Du bist der Kollege X72. Das müsste der hier sein. Und welcher genau? Nose Open Rear Lights. Nose Open Rear Lights. Sehe ich hier nicht. Haben wir noch mehr von denen? Nose Open. Na? Hm. Nee, doch nicht. Haben wir den nicht mehr? Nee, das kann nicht sein. Ich habe die Mod installiert. Dass die Fahrzeuge nicht verfallen. Aber ich finde den nicht. Gibt's ja nicht. Wo habe ich dich denn her? X72500. Das sind schon die hier. Nee. Nee, nee. Doch. X72x2. Das ist halt die Frage, welcher? Nose bla bla bla. Wo steht das denn? Oh, da steht was. Free Cars. Free Cars, Free Cars. Na, wisst ihr was? Machen wir ganz einfach. Wir machen das kurz neu. Und nehmen hier einen günstigen. Und zwar nicht in der Anschaffung, sondern vom Unterhalt her. Der sollte nicht mehr wie... Ja, das ist zum Beispiel eine gute Lösung hier. 56 Passagiere. Wenn wir dann zu wenig Fahrzeuge haben, beziehungsweise zu wenig Kapazität, dann reagieren wir wieder. Aber was wir jetzt hier machen, das ist sozusagen eine prophylaktische Notfalllösung. Ich sehe es nämlich kommen, dass wir hier wirklich so weit runterkommen, dass wir dann fast nicht mehr reagieren können.
Okay, setzen wir mal auf 25%. Diese 25%, das ist ein Problem bei den neuen Linien. Die sind natürlich noch nicht mal im Bereich von 25%. Dann dauert es wieder entsprechend, bis die ersetzt werden, aber okay. Ich kann jetzt mal ganz kurz als Beispiel zum Beispiel diesen Zug hier zeigen, was der kostet. Den finden wir relativ schnell, der ist völlig genial. Aber wir können uns den auf der Strecke nicht leisten. Ja gut, 3,45 Millionen geht noch, aber wir haben andere. Da habe ich gesehen, hier der Stadler Kies. Auch 3,7, welcher war es denn? Irgendwo hat nur einen, da habe ich wirklich gestaunt. Oder was bei der Lokomotive hier, diese norwegische. Der irgendwie 7 Millionen im Jahr. Und eben, rechnet das mal zusammen, wenn man die ganzen Züge dann hat. Das ist nicht zu finanzieren. Nicht so, nicht bei neuen Strecken, wenn sie eben noch nicht gut läuft. Ja, wo bist du? Hier unten. 2 Millionen. Okay, wo war denn das? Irgendwelche Lokomotiven kosten hier jämmerlich Geld. Ist ja egal, ihr müsst es mir einfach glauben. Es hat ja auch einen Grund, warum wir hier Minus machen. Okay, die Linie hätten wir mal. 2 Millionen lassen wir. Dann haben wir hier 10 Millionen Minus. Heiliges bisschen. 25 von 3. Ja, das ist einfach überdimensioniert, das Ganze. Wir ersetzen das jetzt hier und werden dann aber in der nächsten Folge... Oh, ich sehe gerade, wir sind schon völlig über die Zeit drüber. Wir werden in der nächsten Folge die ersetzen und dann aber gucken hier hinten bei den ganzen Bahnhöfen, wo dermaßen viele Leute sind, da werden die Züge auch ersetzt. Und da gibt es dann genau diese modernen, denn da machen die auch entsprechend Sinn, weil diese Strecken schon angelaufen sind. Ich lasse mal laufen und dann würde ich sagen, wir sagen mal Tschüss hier mit diesem schönen Bild von unserem Güterbahnhof, Güterumschlagsplatz, wo die Züge jetzt tatsächlich freie Fahrt haben. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss!